Eine ganz spezielle Ehre heute bei uns, Erik Fisch. Habt ihr den Weg nach Herisau gut gefunden? Es war nur ein kurzer Weg. So eine Solotour ist ja doch recht anstrengend, weil auch das Routing, auch wenn es im Durchschnitt 300, 400 Kilometer sind, dadurch erschwert wird, dass wir selber fahren. Das ist ja auch ein Grund, warum ich das Ganze mache. Das ist ein bisschen ursprünglich wieder hervorkehren. Und heute hatten wir den glücklichen Umstand, dass wir gestern in Lindau waren und haben uns sogar den Luxus gegönnt, mit der Fähre über den Bodensee zu fahren. War schönes Wetter. Cool, ja. Und dann unter Umgehung eurer teuren Mautstraßen durchs Land gefahren. Und das sind die Autobahnvignetten, nennen wir die hier in der Schweiz. Ne? Genau. Und so haben wir dann natürlich, wie man sieht, den Weg hierher gefunden sind. Auch, und das ist das Schöne, herzlich willkommen geheißen worden hier. Das ist etwas, was ich im Club hier schon mal sehr positiv abgewinnen kann. Das freut uns zu hören. Nun, du bist hier auf deiner Solotour, alles im Fluss, eigentlich auf der vorletzten Station. Morgen spielt ihr ja noch in Nürnberg. Ja. Jetzt, was nimmst du für Eindrücke mit aus deiner Tour? Nur die Platte ist schon ein halbes Jahr alt, deswegen habe ich eigentlich schon ziemlich viele breit gefächerte Reaktionen bekommen. Wir haben ja eine Tour direkt nach der VÖ gespielt im Januar. Und durch meine Hauptbeschäftigung, SAP natürlich, zieht sich sowas natürlich überall hin und ich muss einen Zeitraum suchen, wo ich dann eine zweite Tour machen kann. Diesmal haben wir uns die etwas größeren Städte vorgenommen. Köln, Berlin, Hamburg, alles das, was so in Deutschland, was man da groß nennt, und Herisau natürlich, als Experiment. Und ich bin sehr glücklich, wie es alles läuft. Also diese Zielsetzung, die ich mir selbst gestellt habe, nicht zum Selbstzweck Musik zu machen, sondern im besten Falle Leuten was zu geben und was mitzugeben und von denen eine Response zu bekommen, der da heißt, es gibt wirklich Fälle, es ist jetzt nicht erfunden oder so, du hast mein Leben gerettet, weil durch das Lied oder so. Das sind natürlich Sachen, die bauen dich tierisch auf und geben dir Recht in dem, was du tust. Und im Grunde ist es nichts anderes, was ich versuche, in den Songs, die ich solo schreibe, ganz klar und deutlich auszudrücken. Also einfach so den Menschen, und das sind ja Leute, die zu mir kommen, durchaus oft auch junge Leute, die Probleme haben mit der Welt und mit sich selbst, denen einfach aufgrund meiner doch inzwischen erlangten gewissen Lebensweise halt ein paar Ratschläge zu geben. Und der oberste Ratschlag heißt erstmal, glaub an dich selbst. Ja. Und mach dein Ding und hör auf zu jammern, verzweifel nicht. Geh los und mach irgendwas. Und die Tour hat wiederum gezeigt, dass das gelingt. Also egal wie stark besucht die Shows sind, die Reaktion ist immer die gleiche. Die Leute kommen danach an und sagen, das war absolut perfekter Abend, von der ganzen Atmosphäre, von der Stimmung her, von der Botschaft her, wird das genauso verstanden. Was gibt dir das, im Gegensatz, wenn du mit Sao Paulo Selle auf Tour bist, was gibt dir das, was du da nicht kriegst? Ja, diese Direktheit, diese Nähe zum Publikum. Außerdem ist das, habe ich ja schon angeschnitten, hier 100% mein Ding. Alle Songs sind von mir, auch wenn wir einen Coversong spielen, ist der meistens von mir arrangiert. Und das dann sind auch nur Coversongs, die mir viel bedeuten. Insofern kann ich auch da was transportieren. Und bei Subway bin ich halt vielleicht ein bisschen mehr als ein Siebtel in der Kapelle. Und das ist eine große Rockband. Da läuft das alles in einem sehr, sehr professionellen und auch luxuriösen Rahmen ab. Also 20-Mann-Crew mit 2 Trucks unterwegs. Und das ist selbst bei den Konzerten dann aufgrund der großen und breiten Gräben eine völlig andere Situation, die mich einfach so vor 7, 8, 9 Jahren auf den Gedanken brachte, ich muss mal wieder das hervorkitzeln, was ganz am Anfang auch bei Subway eine Rolle gespielt hat, nämlich die direkte Interaktion mit dem Publikum. Genau, also einfach eine absolut direkte Kommunikation während des Konzerts, die möglich sein muss. Und wenn du direkt fragst, was es mir gibt, dann ist es einfach wirklich so, dass ich hier bei diesen Konzerten viel lerne über Konversation mit dem Publikum zum Beispiel, ne, so eine Sachen. Oder ich lerne auch besser singen bei diesen Konzerten. Man hört sich viel besser, man singt
wesentlich mehr dreistimmig noch und lernt sehr viel. Also das ist so Learning by Doing eigentlich. Mhm. Und ich werde auch immer wieder täglich besser. All das sind so Vorteile, die mich auch ja, bei Subway nach vorne bringen. Das ist also schon eine Sache, die... Gefällt dir die Entwicklung mit Subway? Also seit dem Beginn, also ich habe meine erste Subway-Platte, habe ich mit 15 oder 16 war ich, habe ich gekauft, die ist Bandkreis. Ist nach wie vor meine absolute Lieblings-CD von Subway to Sally. Es hat hammerstarke Lieder drauf. Und als du damals mit dem Solo-Projekt, als ich das erste Mal von dir gehört habe, vom Solo-Projekt, haben mich deine Solo-Lieder ein bisschen an diese Zeit erinnert. Und das hat mir das Gefühl gegeben, so quasi back to the roots. Also er macht wieder das, womit er begonnen hat. Ja, das ist so. Ja? Also das ist durchaus so. Man kann seine musikalischen Wurzeln und Vorlieben ja nicht verleugnen. Also wenn man ein Lied schreibt, dann kann man nur aus dem Fundus schöpfen, der in einem drin ist. Und ich war auch vor Subway schon ein Möchtegern-Liedermacher, sag ich mal. Hab da viel irische Musik gehört und deutschsprachige Liedermacher wie Hannes Wahler, Gerd Schöne, Degenhardt, so ein Zeug. Und du hast recht, die Bandkreis hat Anklänge davon. Also, mein absoluter Lieblingstext darauf ist der Liebeszauber. Ja, ja. Ja, super, so, super Stück. Ja. So, das habe ich ein bisschen vermisst nachher bei Sachsen. Das habe ich auch mitgeschrieben zum Beispiel. Ja. Ja. Nun, dennoch, du hast ja konkrete Frage, ob mir die Entwicklung gefällt. Ja. Sage ich ganz ohne Zweifel ja. Denn ich habe die Entwicklung ja mitgestaltet und trage sie auch mit. All das, was auf den letzten Platten zu hören ist, mag diskutabel sein, Geschmackssache sein. Es wird medleyiger zusehends. Aber das ist auch das, was wir wollen. Also es hat zum Beispiel viel damit zu tun, dass in Deutschland jedenfalls eine regelrechte Inflation von Mittelalterbands existiert. Also da kriechen sie aus allen Ecken und Löchern hervor und machen, wenn sie nur einen Dudelsack halten können und einen Schlagzeuger finden, dann einen Mittelalterrock, was immer das heißt. Und da ist viel Müll dabei. Einiges Gutes auch, aber so hat sich bei uns dann auch so ein Gefühl eingeschlichen, dass das der richtige Weg wäre. Also es ist nicht so, dass es geplant war, jetzt die Platte genau so zu machen. Das ist nie so bei uns. Wir haben meistens vier, und jetzt wir sind gerade wieder dabei zu produzieren, in diesem Jahr sogar fünf verschiedene Komponisten in der Band, die erstmal alles an ihren Demos vorstellen und dann arbeiten wir zusammen daran. Insofern ist es auch im Songwriting ein sehr, sehr langer Entwicklungsprozess und da fließt unheimlich viel ein. Insofern ist eine Platte von uns immer ein Ergebnis von vielen Köpfen. Und deswegen kann man sagen, dass jede Platte tatsächlich so ist, wie wir sie auch wollten. Und dazu höre ich auch, ich bin eigentlich immer mit der letzten Platte am zufriedensten. Und wenn man das sagen kann, kann man auch sagen, dass man zufrieden ist, insgesamt. Hat euch der Sieg beim Bundesvision Song Contest, hat er euch irgendwie verändert? Nein. Nicht? Auch nicht. Ihr wart ja auf einmal deutschlandweit bekannt. Nee, ach, das ist Quatsch. Also, wir hatten einen Abend mal 6 Millionen Fernsehzuschauer, okay, und dann eine Woche lang mal ein paar andere Medien als die üblichen Musikmagazine. Mein Face mal der Süddeutschen vorne drauf, das war natürlich schön, aber das ist nicht nachhaltig. Das ist einfach das Fernsehen. Fernsehen nützt dir nur was, wenn du permanent am Start denkt bist. Denkt ihr, ihr seid schon wieder in Vergessenheit geraten? Nee, überhaupt nicht. Also den Sieg haben wir ja damals auch nicht einer hervorragenden Performance oder dem zweifellos tollen Song zu verdanken gehabt. Das trägt alles dazu bei, okay, aber den Sieg haben wir einfach unserer Fanbase zu verdanken gehabt, die schon da war. Also bei keiner anderen Kapelle haben so viele Die Hard-Fans angerufen. Damals trat das erste Mal der Fall ein, dass ein Bundesland, ich weiß nicht, ob du das Prinzip der Wertung kennst, in etwa war die Bundesländer werten quasi alle einzeln. Mhm. Und es war bis dahin immer absolut Usus üblich, der Band aus dem eigenen Bundesland, egal wie scheiße sie war, 12 Punkte zu geben. Ja. Also das haben alle Anrufer halt so für sich selbst entschieden. Und diesem Jahr, wo wir da gewannen,